Am 29.06.2006 wurde sozusagen die Entscheiderfabrik gegründet. Wir haben festgestellt, dass wir die Herausforderungen und die Probleme in den Geschäftsprozessen, in den Krankenhäusern mit IT und Medizintechnik nur dann lösen werden können, wenn wir auch die anderen Professionen ans Board holen. Und der Slogan, womit wir gestartet sind, zu sagen, Unternehmenserfolg ist möglich durch optimalen Einsatz von IT und Medizintechnik. Das Modell, wie wir die ganzen Disziplinen und Professionen zusammenbekommen haben, um zu zeigen, dass man mit IT und Medizintechnik einen Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg herausarbeiten kann, ist, dass wir jedes Jahr auf dem Entscheider-Event einen Wettbewerb machen. Aus den 12 Finalisten wählen die anwesenden Herrschaften der Krankenhausunternehmensführung die 5 IT-Schlüsselthemen. Dann können sich auf diese Themen Krankenhäuser, Industrieunternehmen heraufwählen und arbeiten diese dann übers Jahr aus. Wie zum Beispiel hier auf dem Sommercamp. Das Sommercamp ist extra dazu da, um sicherzustellen, dass die Leute aus dem Tagesgeschäft herausgeholt werden und dediziert an ihrem Projekt arbeiten. Und die Ergebnisse werden dann auf dem Deutschen Krankenhaustag der Reunion der leitenden Krankenhausärzte und der Krankenhausgeschäftsführer vorgestellt. Die Entscheiderfabrik ist aus unserer Sicht eine der wichtigsten Initiativen für Innovationen. Für uns ist es sehr positiv, einmal natürlich die Entscheiderfabrik zu unterstützen. Wir haben hier sehr schöne Lokationen, auch in dem Seminarhotel, Kongresshotel, Kloster Nimschen. Da kann man in Ruhe arbeiten. Das ist eine schöne Atmosphäre. Man merkt auch, dass die Gäste sich wohlfühlen. Und darüber hinaus natürlich haben wir dann auch die Möglichkeit, unser Unternehmen zu präsentieren. Es sind immerhin aus über 15 Krankenhäusern Repräsentanten hier. Es sind ganz wichtige Berater, Krankenhausberater hier vor Ort. Und das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, auch unser Unternehmen zu zeigen. Die meisten sind ja Neulinge. Und dass man einfach mal so ein paar Eindrücke gekriegt von jemandem, der schon ein paar Mal hier war. Stichwort, ein paar Mal hier war, Sommercamp ist nicht Entscheider-Event und ist auch nicht Gala-Dinner. Deswegen alle, der noch einen Krawatt um hat, darf die hier ruhig abtun. Als Gastgeber, ich habe es eigentlich schon gesagt, ist das Wichtigste, Ihnen eben einen Rahmen zu geben für intensives Nachdenken, dass Sie das Gefühl haben, hier Ihre Innovation gut erarbeiten zu können. Wir brauchen dazu eine interdisziplinäre, interprofessionelle Zusammenarbeit mit den Kaufleuten, mit den Medizinern, mit den Pflegekräften, weil nur so kriegen wir am Ende des Tages die Herausforderungen oder auch Probleme in den Geschäftsprozessen tatsächlich gelöst. Alleine werden wir das nicht schaffen. Und schlussendlich werden wir auch nur so den Wertbeitrag der IT zum Unternehmenserfolg oder Krankenhauserfolg heben. Das ist dann jetzt fast 8 Jahre her. Mittlerweile engagieren sich über 400 Kliniken und über 80 Industrieunternehmen in der Entscheiderfabrik. Wir haben viele gewählte Beratungshäuser dabei. Das sind die 22 Verbände, die mittlerweile die Initiative der Entscheiderfabrik fördern. Da muss es ja in der Entscheiderfabrik was Außergewöhnliches geben, was mich auch dazu bewogen hat zu sagen, ja, das mache ich jetzt auch noch. Und das, was ich erlebt habe, war eben so, dass es nicht formal gesteuert ist, dass es nicht diktiert ist, sondern dass der Wille aus den handelnden Personen heraus eigentlich das maßgebende Element und die Triebfeder war. Denken Sie auch mal über den Tellerrand hinweg. Ich sag mal, das sind typische Management-methodische Werkzeuge, um eine Herausforderung einer Lösung zuzuführen. Welchen Schritt tue ich denn vor dem nächsten? Und da gehen wir dann her und priorisieren hinsichtlich dringlich und wichtig. Herausforderungen, Aufgabenstellungen haben Sie sich schon längst mit beschäftigt. Szenarioanalyse, Prioritätenanalyse kommt. Und dahin gibt es das Feedback und schlussendlich dann das Fazit auf der Medica oder auf dem Deutschen Krankenhaustag. Herzlich willkommen zum ersten Thema des Sommercamps. Ich stelle unsere bisherigen Arbeiten unserer Gruppe vor. Es geht um das Thema IAE-konforme klinische Apps. K
KISS als Krankenhausinformationssystem oder äquivalent kaum Informationen sichtbar. Die Informationssuche für die einzelnen Benutzergruppen im KISS dauert viel, viel zu lange. Gerade haben wir gehört, 27 Klicks zu den Vitalparametern. Das ist alles sicher nicht so effizient und das wollen wir verbessern. Was jetzt kommt, ist die spannende Aufgabe, nämlich nicht nur, dass die App funktioniert bei einer flächendeckenden WLAN-Unterstützung, sondern jetzt gerade die technische Herausforderung dabei umgesetzt werden muss, den Ausfall des WLANs sozusagen zu cachen. Ich möchte Ihnen das Projekt Nummer 3 vorstellen zum Thema IT-Controlling als Wegbereiter vom reinen Cost-Center zum strategischen Service-Center. Ich denke, oder wir denken, es ist ein sehr zentrales Thema heutzutage in der IT. Herr Nolte hat es ja eingangs erwähnt, dass es durchaus hohe Erwartungshaltungen an die IT es gibt. Entscheiderprojekte sind immer IT-Projekte. Wir haben hier aber jetzt auch mal eine etwas andere Personengruppe im Fokus, nämlich den Mitarbeiter. Und zwar am Titel sehen Sie es auch schon, KlinikNet 2.0. Wer braucht was zu welchem Zweck? Wir haben erstmal die Intranet-Nutzergruppen identifiziert, wir haben zentrale Inhalte identifiziert und haben daraus dann auch Use Cases und Strukturen abgeleitet. Wir haben das Thema Optimierung des Abrechnungs- und Dokumentationsprozesses durch die automatisierte Codierung, auch CIC genannt, Computer Assisted Coding. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige Menge an Dokumenten, auch das haben wir in den vorangegangenen 4 Projekten schon gesehen. Es werden überall Daten erstellt, überall Daten gespeichert. Wie kriegen wir die letztendlich in die Abrechnung rein? Wir wollen zum einen die Codierqualität erhöhen, wobei die Codierhoheit immer noch beim Controlling liegen muss. Wir wollen sicherlich über umfassende Dokumentation auch im Sinne der MDK-Sicherheit sorgen. Und am Ende des Tages müssen wir eine höhere Erlössicherheit und eine Verbesserung der Liquidität erreichen. Das sind die großen Ziele dieses Projektes. Landkreise sind Träger in der Regel von Kreiskrankenhäusern. Ganz wichtig, dass wir auch insgesamt in Deutschland eine gesunde Krankenhausstruktur behalten. Hier war es wirklich auch ein Glücksfall mit der Firma DMI. Ich glaube 1994 mit 4 Personen ist gestartet worden und nunmehr über 350 Personen, er hat es schon gesagt, größter Arbeitgeber. Wir sind sehr stolz. Herzlichen Dank an ihn und an die gesamte Mannschaft hier. Ich bin der Erste und zeige die Ergebnisse unserer gut zweistündigen Diskussion heute. Sie sehen, hier geht es schon los mit einer ersten Priorisierung. Und der zentrale Punkt ist eben genau dieses Thema hier, Consumerrolle dort zu realisieren. Nun, die App haben wir bereits. Das Thema ist IAE-Anbindung. Das ist eben tatsächlich die leichtere Hürde. Ich fand es durchgängig konstruktiv, fachlich, war eine schöne Stimmung bei allem. Also Sie haben es nochmal weiter rausgearbeitet, meines Erachtens IAE versus EFA, haben Prioritäten gesetzt. Dort haben wir ganz massiv natürlich uns das Thema Profile angeschaut, weil am Ende ist es ja entscheidend als Nutzer zu sagen, okay, welches Profil will ich denn am Ende haben? Terminliste Plus ist so ein Feature, wo ich halt erweiterte Informationen zum Patienten anzeigen lassen kann. Primär war die Sichtbarmachung der Leistung der IT. Für uns dann die Schaffung einer einheitlichen Perspektive auf das, was in der IT passiert. Aspekte wie Planungstools, Ressourceneinsatz, Kundenzufriedenheit waren von der Dringlichkeit her uns nicht so prioritär. Sie sehen hier, wir haben die
IT-Leistungsgruppe, Hauptleistungsgruppe und haben sie unterteilt in Arbeitsplätze stationär. Aber wer ein Intranet-Projekt macht, und wir sind ja heute hier, um Ihnen eine Blaupause zu zeigen, wird bei bestimmten Punkten ein bisschen anders arbeiten müssen, weil in diesen Projekten einfach die gesamte Unternehmenskultur uns um die Ohren fliegt. Es gibt ja so Leute, die glauben, dass soziale Medien bei Intranet total wichtig sind. Sind sie nicht. Wo kann man dieses Werkzeug einsetzen und vor allem, wie kann man denn messen, aus deutscher Perspektive, was es für einen Nutzen hat? Was ist durch Computer Assisted Coding denn für eine Steigerung möglich? Wir haben immer wieder eine Situation, dass wir hier eine Kommunikation der Dokumente untereinander haben zwischen den verschiedenen Systemen. Und das ist die Grundidee mit IAE. Das heißt, das, was wir in den letzten 2 Jahren ausgearbeitet haben, das Thema IAE-Repositories einzuführen, um die Krankenhäuser an der Stelle über die verschiedenen Systemgrenzen hinweg zu ermöglichen, auf ihre Dokumente zuzugreifen. Die Krankenhäuser werden mit dieser Lösung in die Lage versetzt, auf ihre eigenen Daten systemunabhängig zuzugreifen. Das heißt also, wir haben hier am Ende eine App, die es auch in den tatsächlich sehr mobilen Prozessen ermöglicht, am Ort des Geschehens nicht nur Daten anzuzeigen, sondern diese auch eben zu verspeichern. Was wir im Wesentlichen gemacht haben, ist der Abgleich dieser unterschiedlichen Krankenhäuser. Das heißt, wer steht wo, wie weit sind wir in der Implementierung, was gibt es an gemeinsamen Erfahrungen bisher auf dem Weg der IAE-Implementierung und was brauchen wir jetzt, was sind die gemeinsamen Elemente, um eben dieses IAE-App dort in den Krankenhäusern zu implementieren. Wir zielen hier ab, insbesondere auf die Berufsgruppe der Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Konkrete Vorteile sehen wir insbesondere darin, dass wir die Ressourcen besser nutzen können. Das heißt, wir können die Arbeitszeiten besser ausnutzen. Wir können effektiver arbeiten, wir vermeiden Leerlaufzeiten, wir vermeiden auch Reorganisationszeiten, um zu gucken, wen kann ich jetzt an dieser Stelle behandeln, weil Patient X ausgefallen ist. Also wir haben hier beim Sommercamp insbesondere die Ziele nochmal verschärft und wir haben uns insbesondere um die Aspekte wie Datenschutz, Datensicherheit und auch Hygiene gekümmert. Information wird als Produktionsfaktor immer wichtiger in den Krankenhäusern heute und somit zum strategischen Wettbewerbsfaktor. Und somit ist die IT gefordert, diese Informationsbereitstellung sicherzustellen. Das bringt die IT in die Lage, in die Situation, eben nicht nur als Dienstleister mehr, sondern mehr als Unternehmer im Unternehmen zu agieren. Gut, wir starten im Prinzip bei der Erstellung eines normierten IT-Leistungsgruppenkataloges. Sprich, das Portfolio der IT wird über einen Katalog abgebildet. Dazu haben wir Kalkulationsschemata erarbeitet und ermöglichen es dem IT-Leiter, seine Produkte, die er der Organisation bereitstellt, zu kalkulieren. Wir sind in unserer Konzeptarbeit schon relativ weit fortgeschritten. Das Projektteam war sehr gut vorbereitet auf das Sommercamp. Wir werden in den nächsten Monaten noch aktiv arbeiten, haben im September einen Zwischentermin. Sind aber ganz guter Dinge, dass wir bis zur Medica eine fertige, brauchbare Lösung präsentieren können. Der Bedarf, den wir als Krankenhaus im Bereich Intranet haben, ist einfach der, dass unser Intranet in die Jahre gekommen ist. Und dieses Projekt soll quasi eine Idee finden, eine Lösung dafür finden, wie ein neues Intranet aussehen könnte, was Ziele sind, die man mit einem Intranet verwirklichen kann auf Basis der heutigen technischen Möglichkeiten. In einer arbeitsteiligen Organisation ist das Erste, was auf der Strecke bleibt, die Kommunikation. Dafür kann das Intranet ein Werkzeug sein, um genau diese Kommunikation zu fördern. Wir wollen nicht weniger als dem Intranet einen festen Platz in der Unternehmensorganisation zur Betriebsorganisation verschaffen. Wir haben uns konzeptionell zusammengerauft, zusammen diskutiert. Wir haben ein Projektverständnis etablieren können, was wirklich auch einen übergreifenden Ansatz des Intranets ansieht. Und zwar Intranet jetzt nicht mehr gedacht als Produkt, sondern wirklich als Mittel der Betriebsorganisation. Es ist unser Ziel, eine Möglichkeit zu entwickeln, auf Basis einer vorhandenen Software den Codierungsprozess zu beschleunigen und entsprechend in seiner Qualität voranzutreiben. Eine konkrete Implementierung wird den Häusern ganz sicher eine Erlössteigerung bringen. Vielleicht auch eine Qualitätssteigerung, ohne dass deswegen zusätzliche Ressourcen aufgebracht werden müssen.
Wir hoffen, dass wir sogar im Bereich des Risikomanagements Einflüsse feststellen können. Es ist wie immer im Krankenhaus, nichts lässt sich auseinanderdividieren, alles ist ein geschlossener Prozess. So muss medizinische Dokumentation und Abrechnung in einem Fluss zu sehen sein. Und da konnten wir uns konkrete Handlungsaktivitäten daraus ableiten, die wir jetzt in den nächsten Monaten als Partner gemeinschaftlich abstimmen und umsetzen werden. Die Herrschaften, die für 2015 ihr Thema eingereicht haben und zur Coaching-Session hier sind, die mögen bitte um 13.45 Uhr hier sein. Danke nochmal an Christoph Schmelter. Ich freue mich, Sie alle kennengelernt zu haben. Vielen Dank. Ich denke mal, das Sommercamp 2014 hat mal wieder nachdrücklich gezeigt, wie wichtig es ist, zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten. Ich kann nur sagen, toller Gastgeber, tolle Teams.